2 Meter. Zu meinem neuen Video. Heute werde ich das erste Mal in meinem Leben mein Tretlager wechseln. Das Fahrrad ist jetzt fast genau 2 Jahre alt und ich merke einfach, dass wenn ich pedaliere, es nicht mehr ganz so flüssig läuft und es knatscht. Das bedeutet, heute ist das Tretlager dran. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ich meine Reifen von Schlauch auf Tubeless umgerüstet habe. Ja, und heute kommt ein neues. Ich rüste mein Fahrrad um Video. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich schon mal meine Kurbel abgebaut, sodass das Tretlager hier nackiger ist. Genau, und jetzt werde ich euch erstmal zeigen, was ich heute für Produkte verwende. Ich werde euch auch nochmal alles in der Infobox verlinken, dass falls ihr auch mal euer Tretlager wechseln wollt oder müsst, ja, alles gleich parat habt. Und zwar ist es einmal mein Bike-Werkzeugkoffer, da ist eigentlich alles drin, ja, was ich immer so tagtäglich für mein Bike brauche. Dann zum einen Bremsenreiniger, das ist eigentlich auch egal von welcher Marke, Hauptsache ihr könnt damit gut eure ja, Gegenstände reinigen. Dann wichtig Fett, hier haben wir auch nochmal extra Lagerfett, eine Zehrerrolle, um alles zu reinigen. Ja, dann eben das neue Lager, da habe ich jetzt das von Shimano, das Pressfit-Lager. Dann dieses Gerät, es gibt ja einmal ein Einpress-Hilfsgerät, das ist dieses hier, und dann gibt es auch noch ein Auspress-Hilfsgerät. Ich habe jetzt nur hier dieses Einpress-Hilfsgerät, das Auspress-Hilfsgerät brauchen wir heute nicht, das machen wir nachher DIY-mäßig. Und noch einige Tücher, ja, und natürlich das Fahrrad. Also würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt. Falls ihr übrigens auch schon mal euer Tretlager gewechselt habt und da auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Tipps oder Anregungen habt, denn wie gesagt, ich mache es heute zum ersten Mal und ja, das ist immer sehr hilfreich, wenn man sich einfach austauscht. So, ich werde jetzt als erstes mein Tretlager ein wenig säubern, damit ich mich nicht ganz so dreckig mache. Ich meine, es kommt dann ja eh, also es ist quasi nicht so schlimm, wenn es jetzt kaputt geht, weil es wird ja eh gewechselt. Aber um dann auch gleich es richtig ausschlagen zu können, werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen mit dem Bremsenreiniger das ein bisschen säubern. Ja, man merkt es auch, also wenn ich jetzt hier das Tretlager drehe, schaut mal, wie schwer das geht. Also ja, ist auf jeden Fall jetzt mal nötig. Und ganz ehrlich, daraus lernt man nur. Von daher. Und dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich jetzt auch schon anfangen, das Tretlager einfach rauszuschlagen. Da habe ich ja eben schon gesagt, dass ich nicht dieses, es gibt ja extra ein Auspressgerät oder Hilfsmittel, das habe ich nicht. Ich habe dafür eine lange Schraube, die ich jetzt einfach mit meinem Hammer, ich hoffe es funktioniert, wirklich. Und zwar ist es so, das Tretlager hat, also es besteht ja aus einer Büchse. Und rechts und links sind dann 2 Schalen quasi. Das bedeutet, ich probiere jetzt von dieser Seite hier durchzukommen, hinter die Schale zu gelangen und die dann so rauszuhämmern. Das ist jetzt der Plan. Und damit wir es natürlich auch gleichmäßig rausschlagen können, probiere ich jetzt immer einmal von unten und einmal von oben. Wieder nach unten. Und nach oben. Nee, oder? Ich
Okay. Ich werde jetzt mir was anderes suchen. Kleiner Augenblick. So, man muss ja kreativ werden. Ich habe mir jetzt hier so ein Gewindemetall. Wie heißt das? Naja, so ein Stock hier als Metall. Und noch einen anderen Hammer geholt. So, und jetzt werde ich das nochmal probieren. Und dann müsst ihr quasi einmal, oder wenn ihr einen Assistenten habt, einmal rumgehen und dann schauen. Jetzt sieht man es ja auch hier oben. Ist es schon viel weiter draußen als hier unten. Es ist übrigens auch schon ein bisschen kaputt, also ist ja nicht schlimm. Das bedeutet für mich jetzt, okay, ich muss jetzt wieder unten schlagen und wenn unten wieder ein bisschen mehr draußen ist, muss ich wieder oben schlagen, damit es sich nicht verkantet und dann gar nicht mehr rausgeht. So. Also jetzt ist wieder unten dran. Guck dir mal bitte Ted an. Kommt schon was? Ich glaube unten ein bisschen. Und Leute, ihr müsst auf jeden Fall Geduld haben. Also das ist wirklich eine Arbeit. Man denkt dann, es bewegt sich nicht, aber einfach immer wieder raufhauen und dann kommt es schon! Man merkt, Manon verliert die Geduld. Ja, ich werde aggro. Ich gebe auf. Das Fahrrad hat gewonnen. Alles abgeschossen, ne? So. Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, ich habe die Vermutung, dass wir jetzt einfach was abgeschlagen haben, aber das Lager ist halt hier jetzt noch drin. Die Hülse. Die Hülse auf jeden Fall. Ja. Also vielleicht hätten wir erst den rechten rauskloppen müssen, aber wir haben es einfach nur abgebrochen. Eventuell müssen wir uns kurz besprechen. Okay, Meeting beendet. Ich probiere es jetzt nochmal zu erklären. Und zwar ist es so, bei dem Tretlager, dass es quasi die Mittelhülse gibt, also so eine runde Wurst, das zeige ich euch gleich mal bei dem neuen. Und dann gibt es rechts und links Schalen, die draufgesteckt werden. So. Und bei uns war jetzt das Problem, dass wir nur ein Stück von der Schale abgehämmert haben. Aber dieses Endstück ist hier eben noch drin. Hier sieht man jetzt schon, ich hoffe, das fokussiert jetzt richtig, dass die Hülse hier schon rüberlappt. Also wir haben es jetzt so probiert, weil es ist ja hier aus Plastik, dass wir irgendwie die Hülse ein bisschen rausbekommen. Und das sieht man jetzt hier. Das bedeutet, wir haben jetzt auf der anderen Seite Platz, um wirklich die Schale rauszuhämmern. So, also man muss einfach ein bisschen kreativ werden. Das bedeutet, ich werde jetzt von dieser Seite nochmal hier, also hier gegen hämmern, sodass wirklich die Schale mit rauskommt. Und dass wir dann die Mittelhülse entfernen können und so weiter und so fort. Ich hoffe, es klappt jetzt. Das bedeutet, nicht verzweifeln, sondern einfach Ruhe bewahren, einmal durchatmen, einmal sich besprechen und dann geht's jetzt weiter. Also. So,
Die Hülse ist jetzt hier einmal rausgekommen. Naja, ne? Also wie gesagt, wir wollen es ja wechseln. Hier auf der Hülse, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber hier steht auch nochmal, genau, einmal von welcher Marke die ist und eigentlich auch nochmal rechts und links. Ich schaue gerade. Auf der neuen sehen wir es dann auch auf jeden Fall. Also sie hat auf jeden Fall eine Richtung, rechts, links. Die Hülse ist draußen, das bedeutet, wir müssen jetzt nur noch die beiden Schalen rausschlagen. Aber jetzt sind sie auch, ich probiere das mal hier so rein. Oh Mann, ich hoffe echt wirklich, dass man das gut erkennen kann. Also jetzt kann man hier wirklich gut gleich gegenschlagen. Ja, weg, ist auch Licht reingekommen. Ja. Jetzt ist nämlich alles frei. Das Tretlager ist weg, futschdi-mutschdi. Das bedeutet, ich werde jetzt einmal hier komplett alles säubern. Erst grob und dann nochmal mit Bremsenreiniger. Ja, das ist jetzt meine Aufgabe. Und jetzt nehmen wir uns das neue Lager. So, und das sieht nämlich so aus. Da wollte ich euch nochmal eben zeigen, dass hier, ich hoffe, man erkennt es jetzt hier, also hier steht jetzt ganz klein ein linker Pfeil mit L und ein rechter Pfeil mit R. Das bedeutet, in Fahrtrichtung muss diese Schale nach rechts und hier die Schale nach links. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde jetzt, bevor ich das schon ein bisschen positioniere, wie ihr hier nämlich seht, ist hier schon Fett mit drin. Das werde ich jetzt hier schon mal so ein bisschen verteilen und auch mir ein bisschen schnappen. Und hier noch den Außenring ein bisschen einzufetten. Also in Fahrtrichtung rechts. Und das hier kommt dann auf die linke Seite. Das bedeutet, in Fahrtrichtung muss jetzt die Hülse mit der Schale hier reingesteckt werden. Und die andere Schale auf die andere Seite. So, damit wir das schaffen, brauchen wir unser einziges Spezialwerkzeug heute. Und zwar das Eipresswerkzeug. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox. Hier ist das Gute, dass es verschiedene große Platten gibt. Das heißt, für jede Schale ist auch die passende Größe dabei. Und ich werde jetzt erstmal schauen, welche Größe wir überhaupt brauchen. Also ich schicke das jetzt einfach mal hier durch. Nicht anfassen! Ich schraube jetzt die Mutter erstmal wieder rauf. Jetzt wäre es, glaube ich, gut, wenn wir noch mal gucken, ob es wirklich auch gerade ist. So, um das Lager jetzt wirklich reinzupressen, benötige ich jetzt meinen Schraubenschlüssel und meine Zange. Wir pressen jetzt hier dieses Stück noch ein bisschen weiter rein, sodass es fast komplett drin ist. Jetzt ist ja die rechte Seite fast komplett schon drin. Und jetzt kümmern wir uns nochmal um die linke Seite. Genau, auf jeden Fall werde ich jetzt das Spezialwerkzeug nochmal komplett abmachen, damit wir dann schauen können, ob das Mittelstück auch in einer Flucht zu der zweiten Schale steht. Ich probiere euch das gleich mal zu zeigen. So, und zwar, wir können ja mal probieren, jetzt reinzufilmen. Das Mittelstück, was wir, als wir es rausgenommen haben,
Probleme hatten. Das muss jetzt ganz zentral liegen, sodass wirklich die zweite Schale sich mit dem Mittelstück auch verbinden kann. Ich würde jetzt von hier aus sagen, das sieht gut aus. Das bedeutet, wir schrauben jetzt das Hilfswerkzeug wieder rein. So. Ich glaube, so ist es auf jeden Fall schon mal fest. Ich gucke mir jetzt nochmal die andere Seite an. Das sieht aber gut aus. Also ich probiere es jetzt noch ein bisschen fester zu ziehen. Fest kommt ab. Ich glaube, so ist es ganz gut. Ich werde jetzt das Hilfswerkzeug wieder abschrauben. Tada! Und schon habe ich ein neues Tretlager. Ich kann es gar nicht glauben. Neu ist gewechselt. Ich habe es heute das erste Mal gemacht, habe es aber hinbekommen. Was ich damit sagen möchte, traut euch. Traut euch einfach. Traut euch einfach, wenn ihr was am Fahrrad reparieren wollt, tauschen wollt, dann probiert es einfach aus. Es gibt wirklich super tolle YouTube-Videos oder auch Foren, wo man das nachlesen kann. Ich habe mir ja auch alles selber beigebracht. Von daher mit meinem Video schafft ihr das jetzt auch.